Vielen Dank. Nächster Redner für die Fraktion Die Freien Demokraten ist der Kollege Janke Pürsün. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir Freie Demokraten wollen die bestmögliche Gesundheitsversorgung für ganz Hessen. Zweifelsohne gibt es in Hessen keine ordentliche Gesundheitsplanung seitens der Landesregierung. Und das schließt die Krankenhausplanung mit ein. Wir haben zwar seit diesem Jahr einen Krankenhausplan. Hessen musste darauf aber sehr lange warten. Hat Staatsminister Klose einen Beitrag über das hinaus geleistet, was er von seinem Vorgänger in der Schublade vorgefunden hat? Fraglich ist, was mit dem Plan nun passiert. Herr Klose lacht, aber es ist gar nicht lustig. Welche Handlungen folgen seitens der Hessischen Landesregierung? Dazu kommen wir gleich. Welche Schlüsse werden gezogen? Das sind alles offene Fragen, auf die wir keine Antworten haben. Der Kollege Bartlett hat eben ganz behutsam das Thema Patientensicherheit angesprochen. Ich greife das hier einmal auf. Das Thema Patientensicherheit ist uns ein ganz wichtiges Anliegen als Freie Demokraten. Es war auch einmal ein ganz wichtiges Anliegen der Christdemokraten. Wir haben es gemeinsam Ende 2013 als prioritäres Projekt vorangetrieben. Hessen war Vorreiter. Es gab eine eigenständige Abteilung im Gesundheitsministerium. Und was macht Herr Klose? Schafft diese eigenständige Abteilung ab. Ja, hört, ja. Ja, er scheint es nicht zu wissen. Herr Kollege Klose ist ganz schlimm. Wie verzweifelt, das zeigen die Reaktionen des Kollegen Klose, ist sehr bitter. Wie verzweifelt ist eigentlich Markus Bocklet? Wie verzweifelt ist Markus Bocklet? Er hat gerade eben die Frage gestellt, aber er ist selber sehr verzweifelt. Er fragt sich hier, ob ich lesen kann. Er fragt, ob ich lesen kann. Was er eigentlich sagen will, ist, es tut ihm weh, wie gut ich lesen kann. Es tut ihm weh, wie gut ich lesen kann, und es ekelt mich an, was ich lesen kann im Abo-Skandal, auch die Verwicklung der Grünen. Und das sind alles. Und das sind alles Dinge, die die Grünen auch lesen könnten, es aber nicht tun wollen, weil sie in den Abo-Skandal verwickelt sind. Dass die Krankenhäuser eine Mammutaufgabe während der Pandemie übernommen haben und auch noch übernehmen, haben wir alle gesehen. Das verdient unseren Dank. Wir haben gesehen, vor welch administrative Herausforderungen die Krankenhäuser beispielsweise das Thema Besuchsregelung gestellt hat. Hier wurde extra Personal eingestellt, um die Krankenhauszugänge zu bewachen, die als Fluchtwege stets offen bleiben müssen. Extra Personal, das dann die Personalien abfragt, einträgt und Art und Dauer des Aufenthaltes überprüft. Und diese finanzielle und organisatorische Belastung wird zusätzlich gestemmt. Hier hätte die Landesregierung eine einheitliche digitale Anwendung für die Krankenhäuser bereitstellen können, die die Besuche erfasst. Hat sie aber leider nicht. Wir plädieren stets für mehr Investitionskostenförderung. Hessen leistet da zu wenig. Hessen ist daher für die Unterfinanzierung der Krankenhäuser verantwortlich. Es ist vor allem wichtig, dass wir eine flächendeckende Gesundheitsversorgung sicherstellen. Daher begrüße ich ausdrücklich die hier geforderte Anhörung. Wir müssen unser hochkomplexes System der Gesundheitsversorgung besser machen. Es muss digitaler werden, es muss einfacher und sektorenübergreifender werden. Und es muss leistungsfähiger werden. Wir müssen uns die Frage stellen, wie wir die flächendeckende Gesundheitsversorgung sicherstellen können. Dazu bedarf es auch neuer Modelle. Das können Gesundheitsversorgungszentren sein, die niedergelassene Ärzte in ländlichen Regionen anziehen. Das kann die damit einhergehende Entlastung der Krankenhäuser durch ein starkes ambulantes Netz sein. Das müssen sektorarme Strukturen sein, die eine bessere Nutzung der Ressourcen ermöglichen.
Das kann der Helikopter sein, der den Notfallpatienten in das Spezialkrankenhaus bringt. Das kann die Bündelung von Ressourcen in hochspezialisierten Zentren sein. Das müssen Telemedizin und Vernetzung sein. Hier komme ich wieder zur Investitionsförderung. Investieren Krankenhäuser in die Digitalisierung, wird das bezuschusst. Da hängt aber noch ein wahnsinniger Rattenschwanz dran. IT und Cybersicherheit müssen gewährleistet werden. Die Hardware muss angeschafft und regelmäßig erneuert werden. Es braucht Personal dazu. All das wird dann aber nicht mehr gefördert, und das macht vieles unmöglich. Hier brauchen wir sinnvolle Lösungen und finanzielle Unterstützung. Lieber Staatsminister Klose, was haben Sie für Impulse gesetzt? Was haben Sie unternommen, um die Digitalisierung wirklich voranzubringen im Gesundheitssektor? Was haben Sie unternommen, damit Gesundheitsdaten nicht mehr per Fax oder Post verschickt werden müssen? Ich befürchte, ich kenne die Antwort. Allerdings, und da lehnen wir den Antrag ab, ist eine pauschale Landesförderung nicht die Art der finanziellen Unterstützung, die uns vorschwebt. Wir brauchen eine zielgerichtete Optimierung und Finanzierung, keinen pauschalen Geldregen, der im Zweifel verdampft. Was ich nicht ganz verstehe, ist, wie der Titel zum Antrag kommt, Zerschlagung der kommunalen Krankenhauslandschaft. Das impliziert, dass hier Krankenhäuser aktiv und von extern zerschlagen werden. Dabei haben kommunale Krankenhäuser noch den Vorteil, dass im Zweifel ein Landrat massig Geld in das Projekt pumpt, weil er sein politisches Schicksal daran knüpft. Im Fall des HKZ in Rothenburg wurden so 100 Millionen Euro versenkt. Die FDP vor Ort war von Anfang an als einzige Fraktion für eine andere nachhaltige Lösung. Die versprochene schwarze Null hat der Landrat Dr. Michael Koch nicht erreicht. Verantwortung übernimmt der Landrat leider nicht. Der Landrat gefährdet stattdessen die kardiologische Versorgung vor Ort, trotz zusätzlicher kommunaler Mittel. Ein abenteuerlicher Umzug zur Klinik nach Bad Hersfeld kann so nicht funktionieren. Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass Politiker besser kein Krankenhaus führen. Hersfeld-Rothenburg ist das beste Beispiel dafür, dass wir das lieber den Medizinern und den kaufmännisch Versierten überlassen. Im Fokus muss die Gesundheitsversorgung sein, nicht der politische Vorteil. Ich hoffe, dass der Druck vor Ort der Bürger und der FDP nun den Landrat einlenken lassen, sodass die Versorgung nicht gefährdet wird. Richtig ist, dass es immer wieder Krankenhäuser gibt, die in Schieflage geraten, Krankenhäuser, die nicht im Ansatz rentabel sind und deren Schließung droht. Aber hier, denke ich, müssen wir unterscheiden. Unser Ziel muss es sein, die bestmögliche Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Das kann dann nämlich auch bedeuten, dass ambulante Angebote am gleichen Standort gegebenenfalls die realistischste Lösung sein kann und ein anderes, größeres, besseres Krankenhaus mit etwas mehr Anfahrt erreichbar sein kann. Es ist doch heute schon so, dass viele Krankenhäuser von den Patienten nicht angefahren werden, entweder weil der erforderliche Spezialist nicht vor Ort ist oder aber das Krankenhaus 20 km weiter einen deutlich besseren Ruf hat. Dieses Abstimmen mit den Füßen der Patienten müssen wir zur Kenntnis nehmen. Wir müssen an den Strukturen arbeiten, statt einfach nur Geld in ein starres System zu pumpen. Sorgen wir gemeinsam für die beste Gesundheitsversorgung für ganz Hessen. Vielen Dank, Herr Pürsün. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Klose. Herr Präsident, meine Damen und Herren! An vorderster Stelle steht für uns die Aufrechterhaltung der qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung in diesem Land. Und das hat einen so hohen Stellenwert für uns, dass wir es entsprechend auch im Koalitionsvertrag abgebildet haben und dass wir seit Beginn der Legislaturperiode genau an diesem Ziel intensiv arbeiten. Und man kann das alles wegignorieren. Aber gerade während dieser Pandemie haben wir doch alle unser Gesundheitssystem noch einmal extrem schätzen gelernt.
Ich will einfach einmal sagen, Hessen ist bislang auch deshalb so gut durch diese Situation gekommen, weil wir uns sehr früh darum gekümmert haben, dass ambulante und stationäre Versorgung aufeinander abgestimmt agieren können. So haben wir eine Überlastung des einen oder anderen Bereichs vermieden, und das war eine ganz große Gemeinschaftsleistung. Deshalb will ich die Gelegenheit heute ausdrücklich wahrnehmen, der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen, der Landesärztekammer, dem öffentlichen Gesundheitsdienst und gerade in dieser Debatte den Krankenhäusern und ihren Beschäftigten wie auch dem Planungsstab stationäre Versorgung für ihren Beitrag dazu zu danken. Und dann muss man einfach sagen, im Gegensatz zu diesen Erfolgen für unsere Krankenhäuser steht Ihr Entschließungsantrag und das, was Sie hier vorgetragen haben, Frau Dr. Sommer. Sie sprechen allen Ernstes von einer Zerschlagung der kommunalen Krankenhauslandschaft. Und da frage ich Sie, durch wen eigentlich? Durch wen eigentlich? Alles, was Sie hier vorgebracht haben, führt am Ende nur zu einem Ziel, nämlich unsere funktionierenden Strukturen schlecht zu machen. Und selbstverständlich kämpfen auch wir mit Herausforderungen. Selbstverständlich hat die Pandemie die kritischen Punkte auch noch stärker hervortreten lassen. Aber so zu tun, und da bin ich ausnahmsweise mal bei Herrn Pürsün, so zu tun, als seien finstere Mächte am Werk, die Hessens Kliniken zerstören wollen, das schürt nur Ängste. Und deshalb gerade in der Situation, in der wir uns derzeit befinden, sollten wir unser mittlerweile weltweit gerühmtes Gesundheitssystem nicht in dieser Art und Weise mies machen. Ich halte das für unverantwortlich. Und deshalb will ich Ihrer notorischen Miesepetrigkeit auch ein paar Fakten entgegensetzen. Die Erreichbarkeit eines Krankenhauses im Notfall, das ist für viele Menschen sehr, sehr wesentlich. Und deshalb verstehe ich, dass es derzeit gerade aufgrund der Entwicklung in Nordhessen Sorgen gibt, wie es mit der dortigen stationären Versorgung weitergeht. Weil sich doch dann jeder Fragen stellt, mit welchen Fahrzeiten zum nächsten Notfallstützpunkt muss ich künftig rechnen? Welche Angebote gibt es dort? Werden bestehende Verträge eingehalten? Das ist vollkommen verständlich. Aber so sehr ich das verstehe und wir dem begegnen, so wenig kann ich nachvollziehen, was Sie hier heute wieder besseren Wissens tun. Denn Sie wissen doch ganz genau, dass alle drei staatlichen Ebenen Verantwortung in Deutschland für die Krankenhäuser tragen. Das wissen Sie. Und trotzdem versuchen Sie, ein anderes Bild zu stellen. Die Betriebskostenfinanzierung von Krankenhäusern ist seit 1972 Aufgabe der gesetzlichen Krankenversicherung und damit des Bundes. Die Investitionskostenfinanzierung obliegt der öffentlichen Hand. Da sind insbesondere die Länder gefragt. Ich komme gleich noch einmal dazu. Und die Landkreise und kreisfreien Städte sind verpflichtet, die stationäre Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Sie müssen nämlich ein Krankenhaus betreiben, wenn Krankenhäuser nicht von frei gemeinnützigen Trägern oder privaten Trägern errichtet und betrieben werden. Alle drei staatlichen Ebenen sind beteiligt. Und jetzt halten wir einmal fest, bei allen Beispielen, die Sie vorhin genannt haben, Frau Dr. Sommer, tragen Sie jeweils auf zwei Ebenen Verantwortung. Sie sind Teil der Bundesregierung und Sie regieren sowohl im Schwalm-Eder-Kreis als auch im Landkreis Groß-Gerau als auch im Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit. Und das ist doch der Klassiker. Sie zeigen anklagend auf die Landesregierung und merken überhaupt nicht, dass die meisten Finger der gleichen Hand auf Sie zurückweisen. Und wissen Sie, was dabei besonders schade ist, ist, die Verantwortlichen in diesen Landkreisen, die erlebe ich als sehr daran interessiert, zu guten Lösungen im Interesse ihrer Bürgerinnen und Bürger zu kommen, und zwar mit Unterstützung meines Ministeriums. Sie sind aber an Lösungen überhaupt nicht interessiert. Sie bauen hier Potjomkinsche Dörfer auf in der Hoffnung, irgendwas wird schon an der Landesregierung hängen bleiben, das ist leider Ihr einziges Motiv, nicht etwa die Sorge um die Patientinnen und Patienten, und Sie haben das heute überdeutlich gemacht. Und
Deshalb will ich gerne mal ein bisschen tiefer in Ihren Antrag schauen. Ich will beginnen mit der Frage des Dialogs zwischen den Beteiligten. Und ich bin in einem ganz sicher, und das werden Ihnen alle Beteiligten bestätigen, noch nie war der Gesprächsfaden zwischen den Krankenhäusern und dem Ministerium für Soziales und Integration so dicht gewebt wie derzeit. Noch nie. Den Planungsstab stationär hatte ich schon erwähnt. Daneben befassen wir uns mit diesen Fragen regelmäßig im Landeskrankenhausausschuss und seinen Arbeitsgemeinschaften. Und da sind alle beteiligt, die VertreterInnen der Kommunalen Spitzenverbände, der Hessischen Krankenhausgesellschaft, der Kassen, der KV Hessen, der Ärztekammer und des Landespflegerats. Alle sind daran beteiligt, konkrete Schritte zur Verbesserung der Versorgung zu entwickeln. Und dort wurde auch der neue Krankenhausplan beraten. Und diese hervorragenden Strukturen, die bestehen, werden wir weiter stärken, und wir werden beraten, wie unter den sich verschärfenden Rahmenbedingungen, die uns die Pandemie mitbringt, die Situation unserer Krankenhäuser weiter verbessert werden kann. Das alles findet längst statt, auch wenn Sie es nicht wahrhaben wollen. Und dann fordern Sie umfassende statistische Auswertungen. Und auch diese Informationen liegen doch vor. Schauen Sie in den Leistungsreport der hessischen Krankenhäuser. Schauen Sie in den erwähnten Krankenhausplan 2020, der die Strukturen und Planungsziele in ganz Hessen ausführlich beschreibt. Es liegt alles auf dem Tisch. Und deshalb ist es widersinnig, die hoch beanspruchten Ressourcen derer, die gerade derzeit die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung am Laufen halten, innerhalb einer Pandemie noch zusätzlich zu belasten. Und, liebe Frau Böhme, an der Stelle seien Sie ganz sicher, wenn wir auf der Suche nach gescheiterten Konzepten aus dem letzten Jahrhundert wären, dann würden wir auf Ihre Expertise auf keinen Fall verzichten. Und ich will an der Stelle auch zu Herrn Pürsün kommen. Herr Pürsün, Sie haben die Patientensicherheit angesprochen. Die Patientensicherheit ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Sie hat einen extrem hohen Stellenwert. Das sehen Sie daran, dass es ein eigenes Kapitel im Krankenhausplan gibt. Das sehen Sie daran, dass diese Landesregierung als erste im vergangenen Jahr eine eigene Patientensicherheitsverordnung erlassen hat. Und entgegen Ihrer doppelten Behauptung gab es in diesem Ministerium niemals eine eigenständige Abteilung zum Thema Patientensicherheit. Und dann kritisieren Sie in Ihrem Antrag, zu dem ich jetzt zurückkommen will, die Höhe der Fördermittel für die Investitionsmaßnahmen der Krankenhäuser. Ja, Fakt ist, das ist ein Thema in allen Ländern, seit diese Aufgabe den Ländern zugewiesen worden ist. Fakt ist aber auch, in Hessen erfüllen wir diese Aufgabe in den zurückliegenden Jahren in besonderem Maße. Seit Jahren belegen wir im Ländervergleich vordere Plätze bei der Investitionsquote für den Krankenhausbereich, und ich darf dazu sagen, um die uns manche SPD-Kollegin in den Ländern beneidet. Und gerade in den letzten drei Jahren haben wir die wirtschaftliche Situation der hessischen Krankenhäuser nochmals deutlich verbessert. Der Haushaltsplan für dieses Jahr sieht insgesamt fast 270 Millionen € für die Pauschalförderung der Krankenhäuser vor. Das sind noch einmal rund 60 Millionen € mehr als im Vorjahr, rund 100 Millionen € mehr als im Zeitraum 2018 bis 2020. Und das wird auch anerkannt. Es wird anerkannt, beispielsweise durch den damaligen Präsidenten der Hessischen Krankenhausgesellschaft, Prof. Dr. Dr. Wabnitz, der Landesregierung genau dafür beim Hessischen Krankenhaustag 2019 ausdrücklich gedankt hat. Und wir haben dieses Engagement aufgrund Corona noch einmal verstärkt und außergewöhnliche Maßnahmen ergriffen, um unsere Krankenhäuser zu unterstützen. Ich habe im März entschieden, dass die Krankenhäuser ihre gesamten Pauschalfördermittel für dieses Jahr vorzeitig erhalten und dass diese Mittel auch verwendet werden dürfen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und das Herr Staatsminister, die Redezeit der Fraktionen ist um. Vielen Dank, Herr Präsident. Das hat gemeinsam mit den Ausgleichszahlungen des Bundes ganz erheblich dazu beigetragen, die Liquidität der hessischen Krankenhäuser zu sichern und sie auch vor den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu schützen. Und auch hier haben wir sofort gehandelt.
Und ich bleibe bei Ihrem Antrag. Sie werfen in Ihrem Antrag das Prinzip der dualen Finanzierung der Krankenhäuser vollkommen durcheinander. Sie fordern in Ihrem Antrag, und da darf ich zitieren, ein ausgewogenes Verhältnis von Vorhaltebudget und leistungsorientiertem Budget. Es geht also genau um das Budget, das die Krankenhäuser jährlich mit den Krankenkassen verhandeln. Krankenhäuser, Krankenkassen, kein Land. Oder fordern Sie ernsthaft, Frau Dr. Sommer, dass die Länder in die Betriebskostenforderung einsteigen und das System der dualen Finanzierung verlassen sollen? Wollen Sie das, dann sagen Sie es hier auch. Wenn Sie es nicht wollen, müssten Sie Ihren Antrag konsequenterweise zurückziehen, denn sonst sind das wirkungslose Wünsche ans Universum. Und wir kümmern uns, statt Wünsche an das Universum zu richten. Und ich sage ausdrücklich ja, die Betriebskostenfinanzierung der Krankenhäuser über die DRGs, die Fallpauschalen, ist problembehaftet. Das hat uns gerade Corona übrigens auch noch einmal eindrücklich gezeigt. Wo lässt sich dieses Problem aber lösen? Im Bund. Und wer sitzt in der Bundesregierung mit am Tisch? Im Gegensatz zur SPD jedenfalls nicht der hessische Gesundheitsminister, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und trotzdem sind wir Länder, und ich sage das ausdrücklich parteiübergreifend, aktiv, weil es in unserem ureigenen Interesse liegt. Wir sind dabei, an Eckpunkten der Länder für eine Weiterentwicklung der Krankenhausfinanzierungsstrukturen zu arbeiten. Ich will, dass das System der DRGs weiterentwickelt wird und wir zu einer auskömmlicheren Betriebskostenfinanzierung als aktuell kommen, und zwar für unsere Krankenhäuser und für unsere Patientinnen und Patienten. Meine Damen und Herren, eines ist doch ganz offensichtlich geworden. Um die Gesundheitsversorgung der Bürgerinnen und Bürger in Hessen sicher zu entwickeln, sitzen wir mit dem Bund und den Kommunen in einem Boot. Die Verbesserung der Betriebskostenfinanzierung der Krankenhäuser kann kein Land alleine lösen. Verträge zwischen Landkreisen und privaten Krankenhausträgern hat nicht das Land abgeschlossen. Deshalb muss die Devise sein, Unterhaken, gemeinsam gegen Fehlentwicklungen angehen. Die Landesregierung tut das. Wir setzen uns ein, wir helfen, wo wir können. Und zu einer solchen Haltung möchte ich Sie gerne auch einladen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Zu einer zweiten Runde gemeldet hat sich die Kollegin Dr. Sommer. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst einmal finde ich es ja total spannend, dass der Herr Bocklet die Grünen vor Ort in Groß-Gerau so stark kritisiert, das aber nicht mit offenem Visier tut. Aber ich denke, das ist angekommen. Ich würde gerne noch einmal auch aufklären, was das mit dem GBA ist. Also, Sie richten ja immer den Blick zum Bund. Der gemeinsame Bundesausschuss, der besteht ja aus unparteiischen Mitgliedern, aus Vertretern der Vertragärzte, Zahnärzteschaft, der gesetzlichen Krankenkassen und der Krankenhäuser, die bestimmen, welche Leistung wie bezahlt werden. Das ist so, da kann man den Blick auch auf den Bund richten. Aber Sie wissen schon, wer auch dem Ganzen vorsteht. Das ist nämlich ein Mitglied der CDU. Und von daher können Sie das dann an Ihren Koalitionspartner, richten, zumal es hier um Selbstverwaltungspartner geht. Ich möchte Ihnen auch widersprechen, Herr Minister Klose. Sie haben eben erwähnt, dass wir wieder besseren Wissens die Ebenen vertauschen würden. Mit dem Lesen hatten wir es eben schon, ne, Herr Pösin. Herr Bocklet hat das Problem mit dem Lesen. Vielleicht auch der Herr Minister, wenn er nämlich mal guckt, dann, wenn er nämlich den Antrag lesen würde, sieht er, dass wir die Ebenen sehr wohl sehr differenziert betrachten. Und in diesem Hause waren wir uns auch immer einig, dass sich bei den DIGs etwas ändern muss. Was aber Fakt ist, meine Damen und Herren, ist,
dass Investitionen des Landes Hessen, so wie sie getätigt werden sollen, nicht getätigt werden und dass Krankenhäuser deswegen aus den DRG-Erlösen versuchen, Investitionen zu tätigen. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Da können Sie sich auch nicht einfach wegducken. Das liegt eben an den durch Sie nicht getätigten Investitionen, meine Damen und Herren. Und die Zerschlagung der Krankenhauslandschaft, damit ist gemeint, dass Kommunen und Kreise Defizite haben, dass die Krankenhäuser große Verluste schreiben und dass Sie sich wegducken und die Investitionen, die originären Landesmittel, nicht erhöhen. Nicht erhöhen. So, Herr Wagner, dann wollen wir uns das mal genau angucken. Sie schreiben, dass die Pauschalförderung, also die Investitionsmittel von 208 auf 296 Millionen erhöht werden. Das sei eine Steigerung von 28%. Also im besonderen Maße, hat Herr Klose gesagt. Ich möchte Ihnen das noch einmal kurz darstellen. Also, wir haben einen Investitionsbedarf von 300-400 Millionen Euro. 130 Millionen kommen aus der Krankenhausumlage. Wer zahlt die? Herr Wagner, wer zahlt die? Die Kommunen und Kreise. So, 30 Millionen, die nächsten 30 Millionen kommen aus der Heimatumlage. Wessen Geld ist das? Kommunales Geld. 100 Millionen, fast 100 Millionen kommen aus dem KFA, meine Damen und Herren. Was für ein Geld ist das? Kommunales Geld. Dann gibt es noch Millionen, die von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bezahlt werden. Und jetzt möchte ich Ihnen noch einmal sagen, Sie als Land, originäres Landesgeld, das sind 18,4 Millionen. Das steuern Sie zu als Land, als originäre Landesmittel. Das sind, wenn man 300 Millionen Investitionsbedarf nimmt, 6,13%. Und wenn man 400 Millionen, das ist den Krankenhäusern vielleicht egal, aber nicht den Kommunen und den Kreisen. Es ist Ihre Daseinsvorsorge, die rechtlich vorgeschrieben ist, meine Damen und Herren. Und ich möchte, Herr Wagner, ich möchte Sie darauf hinweisen, wenn Sie mir nicht glauben, dann schenken Sie doch Ihrem eigenen Gesetz Glauben. Denn Sie können das alles nachlesen im Krankenhaus. Herr Wagner, ganz ruhig. Sie können das in Ihrem Krankenhausgesetz nachlesen, und zwar in § 30 Absatz 2. Da finden Sie die Lastenverteilung und die festgeschriebenen 18,4 Millionen Euro, die Sie zusteuern und die Sie, wohlgemerkt, im vorletzten Plenum auf 7 Jahre festgeschrieben haben, weil Sie nämlich das Krankenhausgesetz verlängert haben und Sie dort nichts verändern wollen, meine Damen und Herren. Und da frage ich Sie noch einmal, wen Sie für diese Steigerung loben möchten. Doch nicht wirklich sich, sondern die Kommunen und die kreisfreien Städte, die die Gelder aufbringen, meine Damen und Herren. Und dass sie besser und mehr finanzieren als andere Länder im Bundesvergleich, das haben Sie ja immer wieder angebracht, das heißt doch nicht, dass Sie bedarfsgerecht investieren, meine Damen und Herren. Und ganz ernsthaft, andere Länder vergreifen sich nicht so sehr an den kommunalen Geldern wie Sie, meine Damen und Herren. Frau Kollegin Sommer, Sie müssen jetzt zum Ende kommen. Sehr geehrter Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Das Land steht in der Verantwortung und darf die zunehmende Ökonomisierung nicht zur Bedrohung für die Gesundheit der Patienten werden lassen. Gleichwertige Lebensverhältnisse bedeutet auch, dass wir eine gute Versorgung in der Gesundheit haben. Und was ich sehr spannend finde, Herr Bocklet, grüne Politik scheint zu heißen, dass Krankenhäuser sich gesund schrumpfen sollen. Also dieses Argument, das ist echt erbärmlich. Ich dachte, wir stehen alle gemeinsam für eine gute gesundheitliche Versorgung hier in Hessen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Dr. Sommer. Nächster Redner in der zweiten Runde ist der Kollege Janke Pürsün. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Also, da muss man noch einmal in die zweite Runde, wenn man sieht, wie verzweifelt vor allem die Grünen hier in dieser Debatte sind. Der
Der Kollege Bocklet hat ja der SPD vorgeworfen, warum sie bei diesem wichtigen Thema Panik schürt. Ich befürchte, dass wenn die Bevölkerung den Beiträgen des Kollegen Bocklet, den Zwischenrufen des Kollegen Wagner oder auch dem Wortbeitrag von Staatsminister Klose folgt, dann muss man in Panik ausbrechen. Der Kollege Bocklet hat der SPD vorgeworfen, dass man oder auch der Linken, dass man Verantwortung übernehmen müsse, dass wenn man die Verantwortung hat, dann das eine oder andere machen muss. Wenn man sich aber den dringlichen Entschließungsantrag der Koalition anschaut, der dann mal so auf die Schnelle geschustert wurde, steht da eigentlich nur drin, außer den Grünen ist in Deutschland jeder dafür verantwortlich, nur die Grünen nicht. Also in jedem einzelnen Tagesordnungspunkt steht es drin. Interessant ist auch, wenn man sich die Äußerung des Kollegen Bocklet und auch die Äußerung des Staatsministers Klose anhört, passt es überhaupt nicht zu dem, was hier in dem eigenen Antrag drin steht. Da fragt man sich, wer hat es geschrieben, für wen wurde es geschrieben, die Frage, wer hat es gelesen, versteht man alles nicht. Und also vor allen Dingen der Punkt 7, den sollte man sich noch einmal genauer anschauen. Auch das, was Kollege Klose, jetzt liest er vielleicht mal gerade den Punkt 7, was er der SPD vorgeworfen hat, das steht hier selber im Punkt 7 drin. Also es ist unglaublich, was diese Koalition und namentlich die Grünen hier betreiben. Jetzt hat der Kollege Wagner mit seinen Zwischenrufen deutlich gemacht, dass das Geld, was quasi vom Land an die Krankenhäuser geht, kein landeseigenes Geld ist. Das hat er jetzt schon einmal zugegeben. Super, haben wir einen Haken dran. Er hat recht, dass es den Krankenhäusern egal sein kann, wo das Geld herkommt. Stimmt, den Krankenhäusern ist egal. Aber sie kriegen ja auch die Publikation der Gemeindevertretung, der Gemeindeverbände. Und da wird immer kritisiert, dass sie in die Tasche der Gemeinden greifen. Und da kommen die Zahlen. Und da kommen die Zahlen, die originär aus dem Landeshaushalt sind, ihr eigenes Geld und das nicht kommunale Geld. Und es ist natürlich schon spannend, warum es so ist. Und die Antwort ist ganz einfach. Das Gleiche gilt ja auch für das Sondervermögen des Landes Hessen. Für die wichtigen Themen im Lande Hessen, wie zum Beispiel die Gesundheit, ist zu wenig Geld da, weil grüne Projekte immer vorgehen. Und deswegen ist es höchst bedauerlich, was bei dieser Debatte hier zutage getreten ist. Es ist problematisch, dass die Grünen für dieses wichtige Thema Gesundheit zuständig sind und die Grünen hier so herumeiern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Pürsün. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Wir sind damit am Ende der Aussprache und überweisen, wenn ich das richtig sehe, die drei Punkte direkt an den SIA. So machen wir es.